Und ich bin auch ganz glücklich über meinen Ehrgeiz, weil mich mein Ehrgeiz und meine Disziplin mir deswegen auch erlaubt, so akademisch erfolgreich zu sein, relativ gute Noten zu haben. Aber es ist auch einfach nicht gut für die mentale Gesundheit. Und da Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Das Jahr kommt ja langsam zum Ende und deswegen werden wir heute mal über einige Dinge reden, die wir vielleicht im nächsten Jahr nicht mehr machen wollen. Da geht es nämlich vor allem um schlechte Gewohnheiten, die wir jetzt versuchen können abzulegen, damit wir dann im nächsten Jahr ein perfektes Jahr haben oder zumindest ein besseres Jahr als dieses hier. Und ja, heute wird es dafür erstmal schlechte Gewohnheiten geben, die wir versuchen abzulegen, und in einigen Wochen oder in einigen Tagen kommt dann Video online mit guten Gewohnheiten, die sehr erstrebenswert sind zu haben. Und außerdem wird das hier eher so ein Mindset-Gewohnheiten-Video sein, da ich gemerkt habe, dass ich persönlich sehr oft mit so negativen oder schlechten Gedanken struggle und die mich dann irgendwie runterziehen. Aber falls ihr wollt, kann ich dann nochmal so ein richtiges Gewohnheiten-Video machen, wo ich noch richtige Gewohnheiten in eurem Alltag zeige, die vielleicht nicht so gut sind. Aber es hat viel Spaß bei diesem Video hier. Let's go! Der erste Punkt ist, zu hohe Erwartungen zu haben und deswegen sein Glück irgendwie immer aufzuschieben. Da ich ja hier ein Study-Kanal bin, werde ich das Ganze mal auf Lernen und die Schule beziehen. Und zwar ist bei mir oft so, dass ich halt einfach die besten Noten haben möchte, also immer 15 Punkte und eine 1 plus. Und wenn ich das nicht erreiche, bin ich immer sehr niedergeschlagen und bin sauer auf mich selbst und traurig und sauer auf die Lehrer und alles, dass ich diese Bestnote nicht erreicht habe. Und es ist einfach, oder ich habe einfach gemerkt, es ist einfach schwierig, wenn man sehr, sehr hohe Erwartungen hat, wenn man so sein Glück einfach immer aufschiebt. Und eigentlich ist Glück nämlich auch eine Gewohnheit, die man sich antrainieren muss. Denn wenn nichts Schlimmes passiert, dann können wir eigentlich gerade glücklich sein. Und ich habe mal so einen Spruch gelesen, Happiness is the absence of unhappiness oder so. Und ich hatte mal eine sehr lange Zeit hier hinten an meinem Vision Board so einen Spruch stehen mit See things as they are, also sozusagen sehe Dinge so wie sie sind und nicht schlimmer, weil ich die Gewohnheit habe, mich schon sehr schnell Panik zu machen und dann zu denken, oh mein Gott, mein Leben ist jetzt ruiniert. Und teilweise können wir eben auch Glück und Happiness in so ganz kleinen Dingen finden. Beispielsweise gibt es mal einen Spruch, den ein Mitglied von BTS gesagt hat, Glück muss gar nichts Großes sein, wenn man nach Hause kommt und nach einer sehr langen Zeit, wenn man hungrig war, Ramen isst, dann ist das schon Glück. Und die Gewohnheit, hohe Erwartungen zu haben, finde ich auch gar nicht schlecht, aber die Gewohnheit, sich dann dadurch fertig zu machen, die versuche ich nächstes Jahr auf jeden Fall zu ändern. Kommen wir schon zum zweiten Punkt, der ziemlich ähnlich ist, und zwar ist das aufzuhören, sich die ganze Zeit Sorgen zu machen. Weil ich auch gerade, wie schon gesagt habe, eine Person bin, die sich sehr schnell Panik macht und immer Sorgen hat, dass irgendwas nicht funktioniert und ja, gerade auch auf die Schule bezogen. Und da ist eine Sache, die ich gelernt habe dieses Jahr, dass das Beste, was wir für unsere Zukunft machen können, immer ist, jetzt in dem Moment sein Bestes zu geben. Das heißt, Sorgen machen wird mir in keinem Fall irgendwie helfen. Also egal, was in der Situation ich bin, dass ich mir jetzt einfach Sorgen mache, das wird mich nie weiterbringen. Und wenn ich irgendwie Angst habe, dass es für die Zukunft irgendwie nicht ausreicht oder dass ich für die Zukunft irgendwas in der Zukunft, kann ich daran denken, dass das Beste, was ich für die Zukunft machen kann, immer ist, jetzt zu entspannen und jetzt mein Bestes zu geben, konzentriert zu sein, aber Sorgen machen eigentlich nicht. Obwohl ich da sagen muss, dass ich noch unterscheide zwischen Sorgen haben und richtige Angst haben, weil ich schon das Gefühl habe, dass Angst nicht unser Feind ist und Angst uns auch helfen kann, wenn wir dann sozusagen in Aktion geraten, irgendwas zu ändern. Deswegen diese Gefühle können natürlich auch etwas Gutes sein, aber man sollte sich immer versuchen, darauf zu konzentrieren, was ist eigentlich gerade wirklich, see things as they are, und dann was zu ändern, wenn was wirklich schlimm ist, und ansonsten einfach zu entspannen und das Beste einfach jetzt in den Moment zu geben. Der vierte Punkt ist generell, seine mentale Gesundheit zu vernachlässigen oder auch nicht auf seine Gedanken zu gucken und zu hören. Ich glaube, dass unsere Gedanken unsere Welt formen, ist kein abwegiger Gedanke, und da muss man auch gar nicht irgendwie ans Law of Attraction glauben oder so, sondern das ist einfach sehr logisch, dass das, was wir denken, auch das ist, was wir dann manifestieren werden. Denn wenn ich mir die ganze Zeit sage, dass ich eine Person bin, die nichts kann, die schlechte Noten hat, die es nicht mag zu lesen, die nicht gerne rausgeht, dann werde ich auch so eine Person sein, weil ich mir das selbst immer einrede. Wenn ich mir stattdessen sage, dass ich eine Person wäre, die gerne lernt, die immer gute Noten hat, dann ist auch dieser Fall, dann ist auch dieses Szenario viel mehr likely to happen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario passiert, auch wirklich höher. Das Problem hierbei ist aber, dass es nicht reicht, sich nur zu sagen, okay, morgen werde ich reich und werde in einem Luxushaus aufwachen. Das wird logischerweise nicht funktionieren, sondern dass die Gedanken unserer Weltform ist eben so gemeint, dass wir uns ein Ziel vor Augen haben und dann eben aufgrund dieses Ziels, was wir in unserem Kopf haben, darauf hinarbeiten und ja, dieses Bild in unserem Kopf unseren Weg
leiten lassen. Auf jeden Fall ist es wichtig, sich auf positive Gedanken zu machen und wirklich auf die guten Dinge zu konzentrieren und sich ein Ziel vor Augen zu setzen und darin dann immer festzuhalten und generell auf seine Gedanken Acht zu geben eben. Die nächste Mindset-Gewohnheit, die nicht so gut ist, ist immer Glück und Happiness. Ich sage jetzt immer Happiness, weil ich irgendwie Glück, das Wort irgendwie nicht so repräsentiert, was ich meine. Aber auf jeden Fall, wenn man Glück und Happiness außerhalb von sich selbst sucht. Und ich glaube, das ist so eine Gewohnheit, die wir alle irgendwie haben und die super schwierig ist abzustellen. Also ich weiß nicht, ich habe es irgendwie noch nicht so geschafft, es zu machen. Aber wirklich versuchen, auch Happiness in sich drin zu finden und von sich alleine und nicht immer nach Happiness von anderen zu suchen oder außen von anderen Events, die passieren. Und ich bin auch ganz glücklich über meinen Ehrgeiz, weil mich mein Ehrgeiz und meine Disziplin mir deswegen auch erlaubt, so akademisch erfolgreich zu sein, relativ gute Noten zu haben. Aber es ist auch einfach nicht gut für die mentale Gesundheit. Und das ist ja immer so der Struggle, den ich auch versuche, euch zu zeigen. Und vor allem auch bei TikTok öfter mal zeige, dass ich halt so bin, okay, cool, ich habe gute Noten. Aber deswegen mache ich mir so viel Druck teilweise. Und meine mentale Gesundheit ist dann eher so, you know. Aber es ist einfach super schwierig, irgendwie sein Mindset zu verändern, dass man nicht mehr so viel Glück aus zum Beispiel Erfolgen nimmt, sondern eher von sich selbst. Und das ist halt irgendwie, glaube ich, ein super langer Prozess, aber der wäre mal ganz gut, jetzt anzufangen. Und dann vor allem auch mal Glück in kleinen Dingen zu suchen. Und da mache ich es sehr gerne, dass ich mir immer so, ich wollte jetzt sagen, Glückstagebuch. Nee, wie nenne ich denn das? Dankbarkeitstagebuch schreibe und jeden Morgen ein paar Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Also wirklich so kleine Dinge. Ja, das ist so eine Sache, die ich versuche. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst und noch einen Kommentar da lässt mit weiteren Videowünschen, mit weiteren Kommentaren, die du noch hast. Und ich wünsche dir jetzt auch einen wunderschönen Tag. Falls du noch mehr Content von mir suchst, dann guck gerne mal bei TikTok vorbei, wo ich momentan jeden Tag ein TikTok hochlade zum Thema Jahr reflektieren, ein neues Jahr planen. Und ja, vergiss auch nicht meinen Kanal hier zu abonnieren. Und vergiss auch nicht, hier meinen Kanal zu abonnieren. Und dann bis bald. Tschüss.